Ja, so ist das schöner. So, das sind zwei. Ups, na. Und das ist der... Wahnsinn. Dritte. Ah nein, komm. Ich habe jetzt gerade gedacht, komm, zur Feier des Tages kannst du mal jetzt nochmal den Bohrer auspacken. Na, nee. Das ist... Da gehe ich dann wieder zu viel weg, was ich gar nicht weghacken will. Und so schön er ist halt nicht sehr präzise. Ja. Ja, da hinten muss noch einer raus. Dann müssten wir auch hier... eigentlich 6 haben. Zack. 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 Jawohl. So, und aufgrund dieser Säule hier dürften wir hier eigentlich nicht in die Quere kommen. Es ist ja schon wieder Abend, das ist ja unglaublich. Ja, die Zeit vergeht ganz schön schnell. Die schummelt doch die Zeit. Mann. Das war doch gerade mal der Morgen von Tag 4 und jetzt ist es gleich schon der Morgen von Tag 9. Das war... Eieiei. Weiß ja auch nicht. Ich eigentlich... Den habe ich schon komplett fertig, ne? Ich hab... Ja, ich habe mir auch entsprechend... Ach, das ist hübsch. ...dich viele Fackeln eingepackt, wie ich mir das gedacht hat. Na komm. So. Ich. Das ist doch wesentlich hübscher als ein schmaler, blöder, ekelhafter Gang. Da muss da eine hin. Hoppla. Oh, das ist jetzt hier auch... Ja, das kann man ruhig so machen. Ich meine, ja, hier. Ich fand das nicht schlimm. Ja. Den Steinsäulen zwischendrin finde ich auch schön, das kann man ruhig so lassen. Ja, aber den aber doch, da doch, am Anfang, das ist schon okay. Das ist schon okay. Ich habe ja auch hier hinten noch meine kleine Steinsäule in der Ecke. Was da? Und der Gang ist einfach richtig schön mit den Kerzen und so. Ah, schon geil. Ach, und mit den Pflänzchen ist auch schön. Ja. Ist alles sehr schön. So, wo war ich? Ich war gerade dabei, mir noch Fackeln zu gönnen, wo noch fehlten. Habe ich hier, da habe ich nämlich meine Fackeln noch nicht drin. Oh, ist es doch. Die muss da noch rein. Küche hatte, ne? Küche. Ach, da hast du auch jetzt Kerze hin. Okay, auch gut, auch gut. Ich finde das Licht irgendwie... Mhm. Ja, das ist... Stimmt. Wie machen wir diese Kerzen? Die probieren? Du brauchst ein Tallow, also so ein Fettkram und einmal einen kleinen Feuer. Ah, Candle, ja. Ist ja einfach. Das ist ja einfach. Stimmt, das könnte ich ja dann eigentlich, das finde ich eine gute Idee. Das mache ich jetzt dann auch für unsere Zimmer. Dann über die Tür. Außen, wegen des Minencharms, lasse ich die Fackeln. Aber innen. Ja. Dann. Gut. Hallo. Ach, oh. Diese Küche gefällt mir. Ja. Da ist doch so viel Gras, wo sind das wieder hin? Und, die sind jetzt so dunkel hier draußen. Schade, dass es keinen richtigen Tisch gibt. Ja, den müsste man dann irgendwo klauen. Das geht. Halt auch irgendwie. Das hat man jetzt von dieser riesen breiten Treppe. Man neigt zur Rennerei. Man neigt dazu zu flitzen. Ja, hier oben, das können wir jetzt auch bald mal. Jetzt
zum Beispiel meinen Schlafsack eigentlich gleich schon mal mit runternehmen. Bei dir ist, glaube ich, für Schlafsack gerade noch nicht ganz Platz, aber... Toll. Ja, ich bin ja dran. Hier oben muss man dann auch irgendwas machen, so als Eingangshalle oder so, das ist... Ja, natürlich. ...noch zu unspektakulär. Das passt nicht zu dem Rest. Eben. Du kommst hier durch diese... Abgang. ...durch diese tolle einbetonierte Metalltür, die Holztreppe runter... ...und dann ist hier totales Chaos und dann kommt die Freitreppe. Vielleicht machen wir hier überhaupt als krassen Kontrast am Anfang alles Beton und sehr steril. Und dann kommst du hier zu dieser schönen Holztreppe, genau. Und kommst dann hier diese charmante Holztreppe runter in diesen Minenscharme dann rein hier. Das ist eine Mischung verschiedener Baustile. Ja. Alle für sich irgendwie geil. Aber alle halt. So. Das ist wieder hier. Ach, das ist schön mit den Kerzen. Das macht echt geiles Licht. Mhm. Ich habe meinen Schlafsack gepockt. Da, den schmeiße ich mir mal da hinten hin. So. Das sieht bei mir irgendwie noch so ein bisschen aus wie Dachboden. Irgendwie da hinten die Wand noch nicht fertig gehauen habe. Die hängt dann noch so schräg rum. Na gut, bei dir sieht es aus wie Putzkammer, ist auch nicht besser. Toll, danke. Scheiß angefangen, der Grab hier. Mm. So. Mach ich schon weiter. So, das hier muss noch. Willst du ein Fenster nach draußen haben? Nach draußen? Das stelle ich mir schwierig vor. Och, es ist machbar, aber... Weiß nicht, ob die Idee prinzipiell so gut ist. Ja. Gibt halt einen ziemlich langen, hässlichen Schacht nach oben. Hm. Und dann kommt der Zombie-Weihnachtsmann und bleibt in deinem Kamin stecken und dann hast du den Salat. So. Hälfte haben wir fast. Ach, gut, dass ich dich gerade essen und schlucken höre und so. Ich komme mal dich in die Küche besuchen. Bist gar nicht da. Und ist wieder da. Diese Ungarn. Aber viele Ungarn. Ungarn. Ich doch gerade was vorbereitet hier. Ich hab mal ein bisschen Fleisch gemacht. So, bloß eins Wellness. Komm, die Hucke voll vor lauter Freude. Weil er vergessen hat, aufzuhören zu drücken. Also ist das ganze Fleisch mitgenommen. Ja, alte Gewohnheit, Entschuldigung. Ich nehme es mir immer einfach komplett in die Leiste, esse so viel, bis ich satt bin und schmeiß den Rest danach wieder zurück. Okay. Damit ich nicht vorher überlegen muss, wie viel brauche ich wohl. So. Einzige, was hier fehlt, ist eine Toilette. Da hatte ich eben auch schon drüber nachgedacht, wie man jetzt hier irgendwie noch ein Badezimmer darstellt. Die kriegt man nicht abgebaut, leider. Das ist nämlich das Praktische, dass man da ja auch Wasser rausziehen kann. Ja. Ist halt nicht so lecker, ne, aber... Oh, ist ja mitten in der Nacht. Hallo. Ich bin echt nur so mit, wenn man hier also am Rumwuseln ist. Ja. So.
Dein Zimmer ist sehr wirklich dachbodenmäßig, ja. Nein, ne? Mein Zimmer ist, ja, Putzkammer. Ja, ich bin hier hinten noch nicht ganz hinten angekommen, aber es ist nicht mehr ganz so Putzkammer, weil ich jetzt mittlerweile links schon ein bisschen ausgebaut habe. Es war eben wirklich nur ein langer Gang mit einer kleinen Nische. Das ist dann halt nicht so aufregend. Mhm. Denn da oben schon wieder so mies gelaunt. Ist ja nur neidisch, weil er keine so geile Bude hat. Aber hallo. Weil die schnieke Putze hier. Würde sich mal drum kümmern, anstatt draußen vielleicht gelaunt durch die Gegend zu kriechen. Da hat aber mal die Prioritäten falsch gesetzt, der Junge. Voll Spack. So. Das ist eigentlich auch geil. So eine Steintrennwand. So mit Schlafnische dahinter. Hä? So, ja, es hat auch was, stimmt. Weil sie sich hier hinten so total verkriechen. Ja. Stimmt. Kann man eigentlich mal stehen lassen. Ist dein Zimmer, ist deine Entscheidung. Lass mal stehen, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja immer noch wegmachen. Richtig. So, ja, die andere Seite ist ja dann auch die Frage. Wie weit bist du mit allem anderen? Sonst kannst du dich in deinem Zimmer schon gerne selber weiter basteln. Ja. Gut. Machen wir das doch so, dann. Ich kann ja schon mal den Schlafsack holen. Hast du noch von dem Holz? Nee, aber kann ich ja machen. Ja, ich kann dir ja geben, ich brauch's ja nicht mehr. So, ja, dann pack's da oben in die Truhe. Okay, pack ich's hier oben in die Truhe. Lass mal den Schlafsack platzieren. Ach, da ist auch noch einer, ja. So, dann werde ich mich jetzt auch erstmal, dann kann ich mich bei mir mal nachdenken, wie ich meinen Dachboden hier gestalten möchte. Das ist ja, also so bleibt mir das nicht, ne? Bin ich gerade hier dran? Ah, ich brauch mehr Gras. Ja, ich ertrag das hier auch nicht mehr. So. Ach, es ist ja echt noch finster, es ist so Dunkelheit hier. Oh. Ach, das ist doch albern. Hau doch nicht mit der Spitzhacke in deinen Holzboden rein. So, das ist hinten, jawohl. Da schnauft er wieder. Ja, ja, das ist alles so anstrengend. Wie ging das denn jetzt wieder hier? Cobblestone Frame. So, ah. Da ist noch ein Spitz hier. Ah. So, okay, jetzt wird auch langsam. Jetzt sieht es schon nicht mehr nach komischem Dachboden aus. Das ist ja beruhigend irgendwie. So, jawoll. Da ist das Räumchen schon mal ausgehöhlt. Ah, bei dir jetzt auch? Ah ne, ach, ich hab mich verlaufen, wollte gerade sagen. Wo ist eigentlich mein Schlafsack?
eingesammelt. Was denn sonst? Bei der ganzen Steinhackerei und Massen-E-Drückerei war natürlich auch irgendwann. Weißt du, wenn das ja Sinn macht. Der Schlafsack dabei. Ja, sowieso glaube ich. Leg den erst einmal irgendwo an, wo der da. Ist das hübsch? So. Hier habe ich eh noch keine. Ich glaube hier für den Bereich gar nicht falsch. Mhm. Ich glaube auch. Kann man glaube ich machen, ja. So. Das heißt, ich brauche ein paar. Ah. Hab's. Level. Hier haben wir doch. Das ist doch mal interessant. Nicht gedacht. Kiki Kaki. Oh, der geht aber schnell kaputt. So, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 0. So, jetzt drücken wir mal den richtigen Knopf. So mach. Ich bin da ziemlich im Gang. Stell ich glaube ich lieber dahin. Ja, ja. Das war falsch. Da ist da schon wieder jemand am Randalieren. Ja, ich gehe schon. Ich muss sowieso mal da hoch. Du dummes Wesen! Der hat unsere Zerfettung vor Krongwanz-Dings rumrandaliert. Was? Der schönen Eingang hier.
Blöd, der zu dumm zum Laufen war. Jetzt liegt der da rum und gammelt. Was ist der? Makes kaputt, oder? Kann man es reparieren? Ja, ist nichts passiert hier. Brauche ich. Auch nicht upgraden. Ach, Glück gehabt. Ah, das ist ja auch recht stabil, der Beton. Ja. Zum Glück. Ich hab jetzt hier 1, 2, 3, 4 mal 20. Verlaufen. Hab's da.